Vielleicht ist es jetzt mal wieder Zeit, den Kopf auszuschalten, genau wie es Zeit war, den Kopf auszuschalten, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin. Und vielleicht ist jetzt einfach Zeit, wirklich deinem Design zu vertrauen. Hallo und herzlich willkommen im Sternstaub-Stunden-Podcast, deinem Podcast, der dich mit in die Welt des holistischen Human Design Coachings nimmt und dich in jeder Folge an deine Einzigartigkeit und an deine Superpower erinnert. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach und Gründerin von All About Human Design und freue mich so, so riesig, dich in dieser Folge begrüßen zu dürfen. So schön, dass du zur heutigen Folge hier im Sternstaub-Stunden-Podcast wieder eingeschaltet hast und jetzt hier gemeinsam mit mir die nächsten Minuten verbringen wirst. Und in den nächsten Minuten möchte ich mit dir gerne eine klitzekleine Zeitreise machen und gemeinsam entdecken, welche Magie sich entfaltet, wenn man wirklich anfängt, auf sein Design zu vertrauen, sein Design lebt und aufhört, das zu hinterfragen, sondern einfach pur darauf vertraut, dass vor allem Strategie und Autorität einen wirklich an den richtigen Platz bringen werden. Und ja, die kleine Reise, auf die ich dich da jetzt mitnehmen möchte, hat vor ziemlich genau 2 Jahren gestartet. Das war nämlich ja so ziemlich so der Beginn meiner Selbstständigkeit mit Human Design. Anfang 2020 habe ich wirklich begonnen, mit diesem Thema nach draußen zu gehen, nachdem ich mehrere Jahre mich mit Human Design, ja, ich sag mal so hinter verschlossenen Türen beschäftigt habe und es mehr ein Hobby als ein Beruf für mich war und ich auch lange Zeit nicht geglaubt hatte, dass ich jemals als Human Design Coach arbeiten werde. Und Anfang 2020 beziehungsweise Ende 2019 noch zu meinem Saturn Return war es auf einmal wirklich sehr, sehr, sehr klar, wohin der Weg geht. Ich habe erkannt und entdeckt, was Human Design in meinem Leben verändert hat, was es für mich für neue Blickwinkel wirklich gebracht hat, was es für mich für Veränderungen auch in meinem Alltag und in meinem Leben gebracht hat, dass es für mich auf einmal sehr, sehr deutlich war, dass es ein Thema ist, ja, was nicht nur für mich einen großen Unterschied machen kann, sondern für so, so viel mehr Leute einen Unterschied machen kann. Und heutzutage, wenn man es jetzt sieht, kann man es sich noch kaum vorstellen, aber Ende 2019 gab es vor allem in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, kaum öffentlich zugängliches Wissen rund um Human Design. Es war wirklich ja ein Abenteuer, in dieses Thema einzutauchen zu dieser Zeit. Und auf dem englischsprachigen Markt, in dem Raum, hatten sich mehr und mehr ja Möglichkeiten ergeben, da auch wirklich tiefer einzutauchen und Informationen zu finden. Aber ja, vor allem so im deutschsprachigen Gebiet war es für mich, ja, gab es da einfach noch gar nichts. Und ich habe einfach gedacht, warum ist es so? Warum spricht da niemand drüber? Warum weiß einfach niemand, was Human Design eigentlich ist? Denn ich habe schon mehrmals hier im Podcast erzählt, ich komme ja auch schon aus der Yoga-Ecke, also habe meine Yogalehrerausbildung gemacht, war auf vielen Seminaren und Kursen auch in dem Bereich und war auch in der persönlichen Weiterentwicklung auf vielen, vielen Kursen, Seminaren, in Coachings. Und ja, mir ist da niemals Human Design entgegengekommen. Und ich habe gedacht, okay, das müssen wir irgendwie ändern. Und ich wusste nicht genau wie, aber ich wusste einfach, dass das meine Mission ist, das Wissen, was ich bis dahin gesammelt habe, wirklich ja zugänglich zu machen. Ich habe damals dann angefangen, auf Instagram Dinge zu teilen und Beiträge zu machen. Und habe dann angefangen, mehr und mehr Readings auch außerhalb meines Freundeskreises und meines Umfeldes zu geben. Denn davor habe ich dieses Wissen für mich genutzt. Ich habe es in meinem Umfeld mit interessierten Leuten geteilt, typisch so Viererlinie. Aber sonst war das meist doch sehr hinter verschlossenen Türen und ja, so auch so ein bisschen meine Zweierlinie in ihrer Höhle, die da eingetaucht ist. Und ja, Anfang 2020 kam dann mehr und mehr dieser Ruf und je mehr ich geteilt habe, je mehr ich auf Instagram geteilt habe, je mehr ich ja wirklich auch einfach nur ehrlich und offen geteilt habe, was es in meinem Leben verändert hat, desto mehr Anfragen kamen dann auch für Readings. Und nach war das wirklich mein Terminkalender bis oben hin voll mit Menschen, die mehr über Human Design lernen wollten. Und ich habe mich so, also für mich ging mein Herz so unglaublich auf zu sehen, auch wie gut dieses Thema angenommen wurde. Denn ich war noch, ja, wirklich kurz bevor ich da mit nach draußen gegangen bin, habe ich noch so daran gezweifelt, ob es überhaupt jemanden interessiert, ob es nicht ein bisschen zu
ja auch abgefahren ist, ein bisschen zu wuhu, ein bisschen zu spirituell, ein bisschen zu verrückt das Ganze. Und ihr habt gesehen, wie stark das angenommen wurde, dass wirklich auch so, so viele Menschen, ja wahrscheinlich auch mit der ganzen Pandemie, die uns ja wirklich die letzten 2 Jahre begleitet hat, auf einmal offen waren, Dinge anders zu sehen und Dinge zu hinterfragen und zu schauen und sich selber besser kennenzulernen. Und ich bin komplett darin aufgegangen, Readings zu geben und das Wissen wirklich mehr und mehr zugänglich zu machen, die ersten Workshops auch zu entwickeln. Und je mehr Menschen ich mit dem Wissen über ihre Human Design Chart begleiten durfte, desto mehr Fragen haben mich erreicht. So, Steffi, kannst du mir nicht beibringen, wie du das gelernt hast? Oder ja, bei welchen Lehrern hast du das gelernt? Kannst du die empfehlen? Und ich habe meine ganzen Ausbildungen bis dahin, hatte ich alle im englischsprachigen Raum gemacht und habe immer gerne geteilt, bei wem ich was gemacht habe und wo ich mir gelernt habe und welche Bücher und hier und da und welche Workshops und Kurse ich empfehlen kann. Doch für ganz, ganz viele kam auch wirklich nicht in Frage, das auf Englisch zu machen. Und ja, und für ganz, ganz viele haben auch einige andere Kurse und Ausbildungen einfach nicht resoniert. Und mehr kam die Frage wirklich, Steffi, kannst du mir das nicht beibringen? Ich würde das so gerne von dir lernen. Ich würde es gerne wirklich so rüberbringen, wie du mir das jetzt beigebracht hast. Und am Anfang waren meine Selbstzweifel unglaublich groß. Ich war ja vor ein paar Monaten erst selber in die Selbstständigkeit gestartet. Ich hatte eine Handvoll Jahre Erfahrung mit Yoga, Spiritualität, Human Design. Und obwohl es sich irgendwie schon so angefühlt hat wie etwas, was ich schon mein ganzes Leben lang oder Leben zuvor gemacht habe, war es trotzdem natürlich ja eine ganz, ganz andere Sache, ein Reading zu geben oder jemandem beizubringen, systematisch, wie man dieses Wissen sich aneignen kann und wie man dieses Wissen wieder ganzheitlich interpretiert. Und trotzdem kamen mehr und mehr Fragen und ich habe wahrgenommen, wie sehr mein Bauch geflattert hat, wenn jemand gefragt hat, wie sehr meine Energie sich ausgedehnt hat und wie sehr quasi mein Sakral darauf reagiert hat, wenn diese Frage kam. Und wie gesagt, am Anfang war mein Kopf noch sehr, sehr laut und wahrscheinlich auch mein offenes Herz und all die ja, Konditionierungen, die damit reingespielt haben. Aber an irgendeinem Punkt habe ich einfach gemerkt, okay, die Energie war so stark. Ich hatte bis dahin so eine kleine Liste angefertigt mit Menschen, die mich gefragt hatten und hatte immer gesagt, okay, wenn Sie wollen, können Sie mir gerne Ihre E-Mail geben und dann sage ich Ihnen Bescheid, wenn ich an irgendeinem Punkt so etwas machen werde. Und diese kleine Liste wurde immer voller und an irgendeinem Punkt habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es jetzt mal wieder Zeit, den Kopf auszuschalten. Genau wie es Zeit war, den Kopf auszuschalten, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin. Und vielleicht ist jetzt einfach Zeit, wirklich deinem Design zu vertrauen und zu spüren, okay, die Energie dient sich da aus. Du spürst, da ist gerade so viel dahinter. Dein Sakral sagt, hell yes, du bist sowas von bereit dafür. Wie würde das Ganze denn aussehen? Und ich habe einfach angefangen, Tag und Nacht jede freie Minute zu nutzen, um eine Struktur aufzubauen, um mich zu fragen, was sind die wichtigsten Elemente, was ist mir wichtig, was möchte ich, dass ja wirklich, dass das weitergeben wird, wie könnte man das aufbauen, was hätte ich mir gewünscht, vor allem bei einer Ausbildung, weil obwohl ich bis dahin wirklich einige gute Kurse und Fortbildungen gemacht habe, war es für mich auch nie so 100%. Mir hat entweder der persönliche Austausch gefehlt oder die praktischen Anwendungen oder der Support oder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe mich oft alleine gefühlt, weil ganz viele Kurse einfach im Selbstlernertempo waren oder wie gesagt im englischsprachigen Raum, dass ich selbst mit gutem, mit gutem Englisch, was ich habe, manchmal immer noch das Gefühl hatte, dass einige Dinge, die ich fragen wollte, dass es einfach mir nicht so leicht gefallen ist, da auch in dieser internationalen Gruppe da aufzutauen. Und ich habe einfach mich gefragt, was würde es denn für mich brauchen? Wie würde einen Kurs, eine Ausbildung für mich aussehen, der 100% erfüllen würde? Und habe angefangen, genau das zu kreieren. Und als es so Schritt für Schritt zustande gekommen ist, habe ich einfach die erste All About Human Design Masterclass gestartet. Der Name kam ganz spontan. Das Konzept, wie gesagt, war ausgearbeitet und wirklich nur ein paar Tage, nachdem ich das geteilt hatte, hatte ich die ersten 16 Teilnehmerinnen mit an Bord. Das waren so meine 15, 16 Teilnehmerinnen, hatte ich gedacht, das wäre ganz schön. Erstmal von der Gruppengröße erstmal schauen und das Feedback bekommen und gemeinsam mit den Frauen, wir waren damals auch eine reine Frauengruppe, ja, da durchzureisen und wirklich da Seite an Seite zu gehen und
So haben wir uns jede Woche mehrfach getroffen und sind in die Chart eingetaucht. So habe ich mir wirklich von Session zu Session, von wirklich eher Austausch zu Austausch zu Herzen genommen, was ihre Fragen waren, was ihr Feedback waren, was sie sich gewünscht haben, und habe einfach versucht, das genau so zu kreieren, dass es mir gefällt und dass es den Teilnehmerinnen gefällt. Und noch bevor die erste Runde der Masterclass ja fertig war, wurde ich schon wieder von 9 Leuten gefragt, wann die nächste Runde startet. Und kaum war die eine Runde vorbei und da haben wir die Türen für die nächste Runde geöffnet. Und diesmal dann quasi mit Assistenz haben wir gesagt, okay, wir machen das mit 30 Leuten. Und wirklich innerhalb von einem Tag waren diese 30 Plätze ausgefüllt. Und die nächste Runde der Masterclass ging los. Und wir hatten aus der ersten Runde gelernt, Step für Step. Ich als Generatorin habe immer auf das reagiert, wo ich gemerkt habe, okay, yes, da ist Energie hinter. Okay, die Teilnehmerinnen haben sich Handouts, die haben sich Informationsblätter gewünscht. Okay, wie kann ich das kreieren? Okay, die haben sich Audioformate gewünscht. Okay, die haben sich mehr Fragen- und Antwortstunden gewünscht. Okay, die haben sich mehr Austausch gewünscht. Hier wurden mehr wirklich praktische Übungsreadings sich gewünscht. Und so ist die Masterclass wirklich entstanden. Und mittlerweile, das hätte ich damals, glaube ich, ja, vor jetzt gut 2 Jahren gar nicht geglaubt, mittlerweile sind wir jetzt in der 7. Runde der Masterclass. Ich durfte schon über 550 Menschen auf ihrem Weg mit Human Design begleiten. Wir hatten verschiedene Formen, Varianten und Versionen der Masterclass. Von einer 6 Wochen Intensiv-Masterclass, wo wir 3-mal die Woche Live-Sessions hatten und noch Austausch und ja wirklich 6 intensive Wochen verbracht haben, zu jetzt auch dem Live-Mentoring-Format, was letztes Jahr, genau vor einem Jahr, das erste Mal an den Start ging, wo diese Komponente des Mentorings und der Kleingruppen, was ich aus meiner ersten Runde der Masterclass so genossen habe, diese Kleingruppe von 15, 16 Frauen, die sich kennenlernen, die gemeinsam durch diese Zeit gehen, die unterstützt werden, die alle ihre Fragen stellen können, die gegenseitig ihre Charts kennen, die sich einfach austauschen können, ganz ehrlich und authentisch zu ihrem Design. Ja, auch das haben wir wieder quasi zurückgeholt und haben uns jetzt mittlerweile ganz, ganz, ganz wundervolle Mentorinnen mit an Bord geholt, die als Holistic Human Design Coaches arbeiten und ja, da die Teilnehmer, Teilnehmerinnen in ihrem Prozess begleiten können. Mittlerweile sind die Arbeitsblätter und Handouts, die sind zu einem 200-Seiten-Workbook angewachsen und geworden. Aus den zu Beginn 6 Modulen sind jetzt 10 Inhaltsmodule geworden, ein Vorbereitungsmodul, Live-Übungs-Readings, Workshops, ja, wirklich Q&A-Sessions, Mentoring-Sessions, das ganze Programm. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir die Leute am besten vernetzen und zusammenbringen in kleinen Gruppen, in großen Gruppen. Und ja, ich kann wirklich nur sagen, dass ich total in der Masterclass erkenne, wie ich mein Design gelebt habe und bis heute wirklich lebe. Es ist entstanden aus einer reinen Reaktion aus dem Bauch heraus. Es ist entstanden, dass ich einfach darauf vertraut habe, auch wo mein Kopf gezweifelt hat. Ich habe darauf vertraut, dass es genau das ist, ja, wo jetzt gerade die Energie da ist. Genauso handhabe ich es bis heute. Wir kündigen eigentlich nie, auch mittlerweile mit meinem Team, einen Launch, einen Starttermin der Masterclass an, wenn nicht die Energie von meinem Sakral dahinter ist. Wir warten wirklich, bis ich merke, ja, okay, let's go, okay. Wir sind bereit dafür. Die Energie ist dahinter. Wir wissen, in welche Richtung es geht. Wir wissen, was wir aus den letzten Runden gelernt haben. Wir wissen, was wir besser machen wollen. Und ja, so ist jede Masterclass wirklich gewachsen. Step für Step, der Generatorinnenprozess geht ja immer Schritt für Schritt. Manchmal bleibt man irgendwo auch auf einem Plateau hängen, manchmal weiß man nicht genau weiter und doch ist letztendlich das Ziel des Generators, der Generatorin, das Thema Meisterschaft. Und jetzt wirklich mit der 7. Runde habe ich das Gefühl, wir haben da eine Masterclass erschaffen, wir haben da ein Programm, wir haben da eine Ausbildung erschaffen, die ich vor 3, 4, 5 Jahren sowas von begrüßt hätte, wo mein Sakral gejubelt hätte, wo alles in mir Yes gesagt hätte, wo meine Werte so tief drin wiedergespiegelt sind, wo das Feedback der Teilnehmerinnen und der Teilnehmer so ja, wertgeschätzt und wirklich willkommen geheißen wird und wo wir einfach eine Lernerfahrung kreiert haben, die so ganzheitlich ist und auf der einen Seite ja wirklich eine gute Basis bietet, mit diesem Wissen nach draußen zu gehen und dieses Wissen wirklich anzuwenden, als Human Design Coach zu arbeiten und wirklich
diese Chart ganzheitlich zu lesen und zu verstehen. Und gleichzeitig ist das so eine tiefe Reise ins eigene Innere, in die eigene Energie. Es ist ja eine pure Transformationsreise für einen selber. Und während man durch diese Module geht, lernt man so, so viel für sich selber. Man wächst daran, man wird gestärkt und ja, gleichzeitig bekommt man das Wissen auch, um damit wirklich nach draußen zu gehen und dieses Wissen auch weiterhin nach draußen zu tragen und damit die Welt einfach zu einem besseren Ort zu machen. Denn ich merke, dass meine Mission wirklich ist, Human Design ja wirklich einfach liebevoll zugänglich zu machen in den verschiedensten Lebensbereichen und Branchen und für die verschiedensten Leute. Und das kann ich nicht alleine schaffen. Das weiß ich, das werde ich niemals alleine erreichen können. Und genau deshalb geht mein Herz jedes Mal so auf, wenn neue Masterclass-Teilnehmerinnen in die Welt entlassen werden und mit diesem Wissen wirklich nach draußen gehen und wiederum Menschen berühren. Menschen berühren in ihrem Umfeld, Menschen berühren mit Readings, mit Coachings, mit Sessions, Menschen mit ihrem Wissen wirklich berühren auf den verschiedensten Kanälen, in den verschiedensten auch hier wieder Branchen, Lebensbereichen und das mit ihrem Wissen verbinden. Denn ja, für mich ist wirklich Human Design so dieses pure Experiment und je mehr Menschen in diesem Experiment mitmachen und dieses Experiment wirklich leben, dieses Experiment wirklich teilen und andere mitnehmen in dieses Experiment, desto mehr können wir auch wirklich als Menschheit hier erwachen und einen Unterschied machen. Und ja, das ist so für mich die absolute Magie der All About Human Design Masterclass. Das ist für mich aber auch die Magie, wenn man sich öffnet, das eigene Design wirklich zu leben und als Inspiration da vorauszugehen und gleichzeitig andere mitnimmt. Und für mich zeigt es auch wirklich die absolute Magie, die jeder Einzelne in uns wirklich in sich trägt, wenn man einfach anfängt, wieder seiner Strategie und seiner Autorität zu vertrauen und nicht länger den Zweifeln im Kopf zu glauben, sondern wirklich wieder beginnt, auf die eigene Energie zu vertrauen, an sich selbst zu glauben. Und dann ja etwas zu kreieren, was wirklich im tiefsten Einklang einfach mit dem eigenen Ich, mit der eigenen Energie ist und gleichzeitig so, so viel größer ist als das eigene Ich. Denn die Masterclass, die ist so, so viel größer als ich das bin. Das ist nichts, was ich jemals hätte alleine auf die Beine stellen können. Das ist etwas, was getragen wurde von meiner Energie durch so, so viele andere Menschen und durch meiner Meinung nach irgendeine höhere Kraft. Ja, weil diesen Impact, das hätte ich mir niemals alleine hätte vorstellen können, sozusagen. Und es ist etwas, was mich immer wieder mit Staunen und mit Ehrfurcht auch wirklich, ja, erfüllt. Und was ich einfach dir mitgeben möchte, ist, dass du auch genau hier bist auf dieser Welt, um Human Design oder dein Wissen in jedem anderen Bereich, das ist gar nicht nur begrenzt auf Human Design, ne, das so weiterzugeben, wie es mit dir resoniert und da wirklich auf dich zu vertrauen, dass du hier auf dieser Welt bist, um da ein Kanal für zu sein, ein Channel für zu sein, um hier wirklich deiner Seelenaufgabe nachzukommen. Und meine Lebensaufgabe ist das Kreuz des Unerwarteten. Und für mich war es unerwartet, ja wirklich Human Design nach draußen zu tragen und mich als Human Design Coach selbstständig zu machen. Genauso unerwartet war es, letztendlich eine Ausbildung zu kreieren, was niemals meine Intention war. Aber ja, ich habe das Gefühl, je mehr ich meinem Design vertraue und das wirklich lebe, bringt es mich einfach an die richtigen Orte, mit den richtigen Menschen zusammen, in die richtigen Möglichkeiten. Und ich weiß, dass es für dich ganz, ganz, ganz genauso sein kann. Und ja, wenn du jetzt Lust hast, bei der All About Human Design Masterclass, bei der Live-Mentoring-Runde mit dabei zu sein, freue ich mich ganz, ganz, ganz riesig, dich im April 2022, oh mein Gott, zu begrüßen. Die Anmeldung für die All About Human Design Masterclass öffnet am 31.03. für die Live-Mentoring-Runde. Und es werden begrenzte Plätze nur verfügbar sein, da wir ja mit Mentorinnen und in Kleingruppen durch die Chart reisen und wir auch schon Pakete vorbereitet haben und quasi ja, da leider für diese Runde die Plätze begrenzen müssen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du mit dabei sein möchtest, dass du dich auf die Warteliste einträgst, denn die Warteliste bekommt als erstes die Infos, wann sich die Anmeldung öffnet, bekommt die Einladung zum Live-Event und wird auch als erstes die Möglichkeit haben,
haben, wirklich sich Plätze zu sichern. Also wenn du denkst, die All About Human Design Masterclass, das Mentoring, das ist etwas, wo du jetzt dabei sein möchtest, trag dich auf jeden Fall in die Warteliste ein. Die findest du in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten möchte ich dich hier einfach mit diesem Podcast ermutigen, dir selbst zu vertrauen und unglaublich Großes zu erschaffen. Wenn du irgendwas, wenn du inspiriert bist, wenn du irgendwas erschaffen hast, wenn jetzt du irgendwas gespürt hast, wo du gemerkt hast, da ist jetzt der Ruf dahinter, da zieht es mich hin, okay, ich sehe jetzt ganz, ganz deutlich, wo ich mich noch nicht getraut habe, hinzuschauen, dann kann ich dich wirklich nur wieder dran ermutigen, deiner eigenen Strategie und deiner eigenen Autorität zu vertrauen und da wirklich, ja, nicht daran zu zweifeln, sondern zu sagen, okay, ich weiß, dass ich sicher bin, ich weiß, dass meine Energie mir immer die richtigen Hinweise gibt. Ja, mach dich da nicht klein, lass dich nicht zurückhalten von irgendwelchen äußeren Einflüssen, sondern vertraue da wirklich auf dich und dann teile auch gerne mit mir deine großen Träume, Errungenschaften, Erkenntnisse, Ziele und all das, was du erreicht hast, wenn du Strategie und Autorität folgst. Ich freue mich ganz, ganz riesig, da von dir zu hören. Auch gerne auf Instagram @allabout_humandesign. Schau auch gerne auf meine Website vorbei und hinterlass mir einfach, ja, deine Nachricht. Ich freue mich da auf jeden Fall immer von dir zu hören, zu lesen und zu sehen, ja, was du da draußen in der Welt bewegst. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall alles, alles Liebe, sende dir ganz, ganz viel Liebe in deine Richtung, wünsche dir einen schönen Tag, Abend, Morgen, Mittag, Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Vergiss nicht, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze, ganze Universum in dir. Alles, alles Liebe, deine Steffi.